Verehrte Filmfreunde, wenn heute der Name Atlas-Film vielen Anhängern des guten Films zu einem Begriff geworden ist, so ist das ein Beweis für die Richtigkeit des Atlas-Prinzips, nur Filme von ausgesuchter Qualität ins Programm aufzunehmen. Besonderen Erfolg hatte daher in den vergangenen Jahren eine Filmreihe, die aus den besten und erfolgreichsten Filmen der Welt zusammengestellt wurde. Wir freuen uns, Ihnen nun die dritte Folge dieses Programms vorstellen zu können. Das Filmfestival 65. Es ist das bisher größte und anspruchsvollste Programm dieser Art, wie es in diesem Umfang und in dieser Qualität noch niemals von einem Verleih angeboten wurde. 28 Welterfolge des Films in einem Programm. 28 Mal vom Besten, das der Film zu bieten hat. Treffen Sie Ihre Wahl. Hier nun eine Vorschau auf die Filme und die Stars des Programms. Lohn der Angst mit Yves Montand und Peter van Eyck. Cary Grant in Arsen und Spitzenhäubchen. Fred Astaire und Leslie Caron in Daddy Langbein. Tatjana Samolova in Wenn die Kraniche ziehen. Adele Sandrock und Willy Fritsch in Amphitryon. Die Ferien des Monsieur Hulot. Von und mit Jacques Tati. Schrei, wenn du kannst. Mit Jean-Claude Brialy. Orson Welles in Der dritte Mann. Charlie Chaplins Goldrausch. Rosen für den Staatsanwalt mit Martin Held, Walter Giller und Ingrid van Bergen. Jean Renoirs Das Frühstück im Grünen. Rita Tashingham in Bitterer Honig. René Clairs Unter den Dächern von Paris und Alain Renés Letztes Jahr in Marienbad. Lino Ventura in Mein Onkel, der Gangster. Marcello Mastroianni in Scheidung auf Italienisch. Horst Buchholz und Lieselotte Pulver in Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Nobi von Kon Ichikawa. Pierre Brasseur, Georges Brassens und Henri Vidal in Die Mausefalle. Marcel Camus auf Feu Negro. Das siebente Siegel von Ingmar Bergmann. Buster Keaton, der General. Charles Laughton in Herr im Haus bin ich. John Wayne und Henry Fonda in Bis zum letzten Mann. Francesco Rosis, Wer erschoss Salvatore G. Charles Laughton in Das Privatleben Heinrich des Achten. Albert Finney in Samstagnacht bis Sonntagmorgen. Und Louis Buñuels Viridiana. Verehrte Filmfreunde, achten Sie auf dieses außergewöhnliche Programm. Große Filme der Welt kommen wieder. In dieser konzentrierten Form wird Ihnen das nur hier, in Ihrem Kino geboten, mit dem Filmfestival 65.